So, hier sind wir wieder bei PlaySimple und weiter geht's mit unserem Schloss Neuschwanstein. So, wir beginnen jetzt mit den beiden Hauptgebäude. Ich schätze mal, sind die Hauptgebäude. Die hier vorne, da und dahinter. Und wenn ich jetzt hinterfliege, da ist auch noch eins. Das machen wir erstmal. Hier seht ihr, habe ich schon vorbereitet, das wird ein Dach, aber das ist noch ein bisschen, passt noch nicht so ganz, ne? Da muss ich mich noch ein bisschen üben. Darum machen wir jetzt hier vorne mit den beiden kleinen Türmchen. Das habe ich schon vorbereitet, damit beginnen wir jetzt. So, als erstes nehmen wir unseren Quarzblock. Gehen jetzt hier hinter. Wir müssen jetzt eben die Außenwand von diesem Gebäude erfassen. Dann gehen wir hier hin. Hier haben wir diese Wand. Da ziehen wir jetzt einmal diesen Stein, also etwas entlang, aber nur so, patsch, stopp. Dann wissen wir genau, aha, alles klar, das ist jetzt die Außenwand. So entlang. Und dann hier so drauf. Und das könnt ihr dann so bauen. Zack. Und das macht ihr nur so hoch, wie das Gebäude ist. Damit wir dann später, falls wir es noch brauchen, seht ihr ja hier, dass wir dann hier mit unserem Dach so entlang kommen. So hier entlang. Und das ist die Außenwand. So. Jetzt machen wir Folgendes. Wir zählen jetzt ab von dieser Ecke. 1, 2, 3, 4. Und dann 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und das wird dann 28 Steine, müsst ihr hochbauen. Ne? Also von hier unten aus zählt ihr ab von dieser Ecke, von der Treppe. 1, 2, 3, 4, 5 und dann 28 Steine komplett einmal nach oben. Und dann wird das einmal so hochgebaut. So. Komplett einmal die ganze Fläche ausgebaut. 28 Steine. Hier kann man, zack, die ganze Wand einmal komplett ausbauen und in die Ecke natürlich auch. Da würde ich sagen, ein paar Steine müssen wir ja ein bisschen hinbauen, weil da ja auch diese Türmchen drankommen. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das reicht locker. 11, 12 habe ich gemacht. Die könnt ihr dann auch komplett 28 Steine nach oben bauen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das ausgebaut ist. So, jetzt haben wir das ausgebaut. So sieht es aus. Riesig groß. Jetzt nehmen wir einmal einen glatten Sandstein. Dann begeben wir uns hier zu diesem Fenster. Dort ist die Treppe. Markiere ich nochmal genau diese Höhe. Gehen wir nach außen und machen dort zwei Sandsteine hin. So, dann tun wir den wieder weg. Und dann machen wir hier zwei da drauf und zwei da vorne. So, das ist wieder wie eine Treppe. Da, dort. Und dann müssen wir noch einen machen. Hier vor und dann davor. Das war hier wie eine Treppe. 1, 2, 3. So, dann können wir das hier noch ausbauen. Dann haben wir hier, genau so muss das aussehen. So, jetzt benötigen wir jetzt, einmal machen wir jetzt hier einen hin, dort einen hin, da einen hin und den weg. So, das gleiche machen wir hier auch nochmal, dort einen hin, da einen hin, so. Was wir jetzt sagen können, hier ist ein Zweier, einer, einer. Das gleiche hier auch wieder, Zweier, einer, einer. Und dann natürlich muss das dann hier wieder ein Zweier sein. Und dann wieder einer und einer. Und dann trifft es auf die Wand. Auf der Wand. Auf die Wand? Der Wand? Auf der Wand. So. Dann können wir das hier so ausbauen wieder. Das war ja so, damit man auch sieht, wie es aussehen soll. So. Habt ihr ja verstanden im Prinzip. Wir haben das jetzt hier gemacht mit den Klötzen. Stufemäßig. Hier die Zweierreihe. Dann einer, einer. Zweier. Dann einer, einer. Zweier. Einer, einer, da ist die Wand. Fertig. So, jetzt benötigen wir Folgendes. Wir machen jetzt hier, dort, einen hin. Und, ich muss selber mal gucken, wie ich das gemacht habe. Dort einen hin, genau. Dort einen hin und hier oben zwei Stück. Zack. Und dort zwei Stück. So. Dann können wir hier einmal entlang gehen. Überall erstmal einen drauf noch. So. Und dann, wie ich schon sagte, in die Ecke. Jetzt geht hier vorne wieder hin. Da müssen wir jetzt das gleiche bauen. So. Die Zweierstufe. So, haben wir gemacht. Und dann dort in die Ecke einen hin. Dort in die Ecke hin. Und dann haben wir das so fertig, wie es aussehen soll. Genau. So sieht das dann aus. Boah, ey, das ist manchmal kompliziert, ne? So, wir gehen auf der anderen Seite. Machen wir das gleiche nochmal. Dann Zweier, einer, einer. So. Gleiche Prinzip wieder. Wieder hinten. Einmal hier zubauen. So, dann haben wir das hier, dann in die Ecke, dann einmal hier in die Ecke, dann einmal hier rum und dann einmal in die Ecke. Zack. Und dann haben wir das
Prinzip, was wir da hinten gebaut haben, auch hier übernommen. So, passt das? Achso, da müssen wir noch eine Steinreihe nach oben nochmal. Zack. Aber jetzt passt es. Und da hier muss ich natürlich die Wand noch ein bisschen verlängern. Ein bisschen hier, den noch, glaube ich. Oder den auch noch. Das ist jetzt egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal das Maß, was wir benötigen, um weiterzumachen. So. Wir haben das jetzt hier, wir haben jetzt zwei Steine nach oben gemacht. Jetzt benötigen wir einmal unsere Steinstufe. Und machen jetzt hier, ist ein ganzer, hier ist auch ein ganzer. Und genau dort machen wir jetzt eine Steinstufe hin. So, das war jetzt hier ein ganzer Namen und hier ein halben. Dort kommt die Steinstufe hin und die ziehen wir jetzt komplett einmal bis zur anderen Seite. Bis dort, zack. Dann wird das hier auch verbunden, so verbunden. Und dann sieht das so aus. So, jetzt kommt Folgendes. Jetzt machen wir die Fenster, die hier unten sind, die drei Stück, werden hier oben gebaut. Genau, erstmal der weg. Genau dieses Maß, was wir jetzt hier haben, wird hier oben übernommen. Das heißt, warte mal, ich mach das weg. Genau hier gehen wir nach oben. Zack. Und dann hier einmal von der Ecke aus nach oben. Zack. Dann wissen wir genau, hier ist das Fenster. Das wird jetzt hier rausgeschlagen. So. Das ist das Fenster, was hier ist. Kommt jetzt hier hin. Und dann das gleiche hier auch. Dort. Zack. Das Fenster kommt hier hin. Und dieses Fenster kommt dorthin. Da nochmal. Einmal. Wo ist es? Hier. Zack. So. Das haben wir jetzt ausgeschnitten. Das Fenster hier hin. Das Fenster dorthin. Das Fenster dahin. Das muss ich ja nicht erklären. Ihr habt ja selber die Vorlage hier unten. So, dann haben wir das alles soweit fertig. Jetzt müssen wir einmal, nehmen wir einmal unseren glatten Sandsteintreppe nochmal. Und da, wo wir die Zweier haben, machen wir hier vorne zwei Stück, da zwei Stück und da zwei Stück hin. Mit der Treppe. Bei der geraden Seite. Jetzt gehen wir hier auf die gerade, zu geraden Seiten hin. Hier unten machen wir zwei Stück hin. Hier machen wir zwei Stück hin. Dort zwei Stück hin. Aber in diese Richtung. So, dann geht die Treppe so und die Treppe so. Super. Jetzt müssen wir einfach nur einmal gegengesetzt. Hier habe ich schon gemacht. Einmal hier dort, einmal dort und da. So, jetzt gehen wir wieder von der Seite. Und dann machen wir hier auch einmal dort, einmal hier und einmal dort. Fertig. Dann haben wir in der Ecke passend und in der Ecke passend. Und hier ist das dann so, ne? Und dann machen wir jetzt einmal in diese Richtung. Dann von da aus in diese Richtung und dann je nachdem, entweder von wo ihr guckt, entweder in die Richtung oder in die Richtung macht ihr dann eine Treppe hin. Entweder so, ich mache die jetzt in die Richtung und dann, wenn man so guckt, das fällt sowieso nicht mal auf, wie, was, wo, was ist. Aber wichtig ist ja nur, dass es hier vorne passt, hier an der Seite passt es, auf der anderen Seite ist ja das gleiche, hier die gerade Seite und die Seite passt. Und natürlich hier, der passt und nur hier unten ist das dann, dass es so ist. Entweder die Richtung macht ihr oder in die Richtung. Ich habe es jetzt so gemacht, wie ich es gerade gesagt habe. Zack. Und dann sieht das so aus. So, dann können wir dieses Element können wir jetzt komplett hochbauen, habe ich gerade gesehen. Das können wir eigentlich bis oben hinbauen, weil da kommen ja noch Fenster und so rein. Könnt ihr dieses Element, was wir jetzt hier gemacht haben, komplett einmal hochbauen. So hoch, wie wir das auch hier mit der Wand gemacht haben. So. Auf der Seite natürlich auch. Und jetzt nehmen wir einmal unsere Quarztreppe. Dann gehen wir hier zu unserem kleinen Fenster. Und dort gehen wir, hier ist die Mitte. Dann seht ihr ja selber, hier ist die Mitte. Da machen wir 1, 2. Und dann lassen wir 1, 2. Und ab dem dritten macht er dann eine Stufe dahin. Oder Treppe. Mache ich hier nochmal. Hier ist die Mitte. 1, 2. Und dann 1, 2. Treppe. Dann haben wir hier einen Dreier. So, von der Ecke aus müssen wir auch einfach nur drei Stück freilassen, dann kommt der nächste dahin. Auf der anderen Seite das gleiche, drei Stück und dann kommt der nächste dahin. Dann nehmen wir einmal einen Quarzblock wieder, machen dort einen hin, hier, dort, da und dann kommt wieder die Treppe dahin. Hier, dort, da, hier. So, dann haben wir das so. Und dann machen wir einmal einen ganzen Klotz. Der kommt dann so, einmal so entlang und so. Und dann könnt ihr hier einmal zumachen und dann haben wir hier schon den Balkon.
So, dann nehmen wir noch einmal hier unseren Quarzblock und dann machen wir nochmal eins, zwei und dann machen wir es einmal komplett einmal so rum. Zack, eine Reihe, zweite Reihe, dann haben wir den so hoch gebaut. Dann nehmen wir einmal unsere Steinstufe, machen die komplett einmal, genau hier ist ja die Treppe, genau hier machen wir die, da ist ein ganzer Stein und genau da oben machen wir ihn hin. Also hier Treppe und da oben, zack, kommt der Stein hin und der kommt einmal drumherum. So rum, fertig. Auf der anderen Seite das gleiche, so, fertig. So, dann haben wir jetzt genau hier die Ecke. Da machen wir jetzt einmal einen ganzen hin. Ah, wir müssen genau davor machen. Okay, wir müssen anders machen. Da ist ja hier ist die Treppe. Da müssen wir erstmal hier einen hin machen. Dort einen hin machen. Genau gegenüberliegend. Dort einen hin machen. Und dort einen hin machen. Genau, so muss das aussehen. Und dann machen wir einmal wieder hier oben drauf einmal hier unsere Stufe. Einmal so entlang. So rum. Und dann einmal so rum. Das gleiche hier auch. Einmal so rum. Und dann können wir das hier wegschlagen. Das war jetzt hier das gleiche. Genau so eine Vertiefung, die drin haben. So, warte mal. So muss sie rein. So. Zack, hier die gleiche Vertiefung haben wir jetzt hier auch. Machen wir auf der Seite auch nochmal. Einmal kurz das weg. Hier noch einen hinmachen. So, dann haben wir das so ausgebaut. Fertig. So, die Ecke kommt weg. Dann bleibt das so. Die Ecke machen wir auch weg. So, und dann können wir hier, genau hier, machen wir die Stufe weiter bis zum diesem Element. Zu diesem Türmchen oder was das wird. Mache ich hier auch nochmal. Damals ja, habe ich ja schon ein bisschen verlängert. Einmal hier so. Zack, entlang, patsch, fertig. So, jetzt müssen wir noch Folgendes machen. Wir müssen jetzt einmal noch ein Fenster reinschlagen. Das heißt jetzt, hier kommt ein etwas größeres Fenster rein. Jetzt haben wir hier diesen Balkon. Und genau hier dieses Maß, da wo dieser Pfosten ist, da schlagt ihr jetzt den Stein raus. Da ist der Pfosten, hier auch den Stein raus. Zack. Und dann 9 Steine erstmal nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann könnt ihr das erstmal komplett ausbauen. So weg. So weg. Dann hier alles komplett raus. So, dann müssen wir jetzt einfach dahinter einmal noch eine Reihe machen. Das heißt jetzt hier wieder einen Stein hin. So. Einmal eine Reihe hier vor. Und dann kann man von der Ecke aus einmal nach oben ziehen. Und dann auch hier einmal so entlang ziehen. Dann die Ecke einmal hochziehen. Zack. Dann gucken wir von der Seite. Perfekt. So, jetzt teilen wir das auf, indem wir jetzt... Dort haben wir ja unsere Bordüre. Ah, da müssen wir jetzt hier, genau da, wo der Pfosten ist. Da müssen wir uns immer dran halten. Hier ist der Pfosten. Machen wir hier hinter einen hin. Da ist der Pfosten. Hier einen hin. Hier ist der Pfosten. Dort einen hin. Da ein hin, fertig. Und dann machen wir hier von 3 Stück wieder. 1, 2, 3. So. Dort. Und da. Das wird jetzt ein breiteres Fenster. Jetzt sehe ich was, hier habe ich falsch gemacht. Hier ist ja der Quarzblock. So, das heißt jetzt, so muss das aussehen. Das weg. Das weg. Und hier muss das ja der gleiche Pfeiler sein. Das heißt, die das weg. Und da muss ja genau das gleiche hin. Das heißt, jetzt hier macht ihr jetzt einmal 1, 2, 3. Von der Seite auch 1, 2, 3. So muss das aussehen erstmal. Und dann wird das dahinter zugebaut. Genau, dann wird das dahinter zugebaut. Das heißt, jetzt hier hinter macht ihr jetzt den Streifen entlang. So. Von der Seite auch. Und dann direkt da, wo der Pfeiler ist, hier und nochmal hochziehen. Zack. Da nochmal, davor, hochziehen. Und das machen wir bei jedem Pfeiler. Hier den Pfeiler, einmal zack, hochziehen. Dahinter, zack, hochziehen. Fertig. Jetzt ist richtig. Da war leider ein bisschen Kuddelmuddel. So, okay, so muss es aussehen.
War ein bisschen ein kleiner Fehler drin, aber den haben wir verbessert. So, jetzt müssen wir einfach nur... Kommt jetzt dort einer hin, da einer hin, hier einer hin. Und dann da noch einer hin. Also zwei Stück jeweils hoch. Und dann genau da kommt das, genau da kommt jetzt die Treppe hin. Einmal hier, einmal dort. Einmal hier, hier und dann von der Richtung einmal dort und dort. Und dann müssen wir einfach nur gerade zubauen. Das heißt, jetzt hier nehmen wir jetzt wieder einen ganzen. Und genau jetzt ziehen wir so einen entlang. Hier auch nochmal einen hoch. Zack. Und so muss das dann aussehen. Seht ihr, jetzt haben wir die Fenster fertig. Da war auch ein bisschen kleines Gewurschtel, ne? So muss das aussehen. Yeah. So, die beiden Türme sind hochgebaut. Alles soweit fertig. Jetzt können wir einmal noch das Fenster verbessern. Wir gehen jetzt wieder hier in die Ecke. Und machen... Genau, wo bin ich denn? Da, genau. Da ist die Treppe. Beziehungsweise, ja, die Treppe. Und genau in die Ecke machen wir dort einen hin. Hier einen hin. Hier die Treppe, diagonal, dort einen hin, da einen hin. Und dann könnt ihr hier die ganzen einmal so rum. 1, 2, 3. Und dann haben wir das so. Und dann machen wir jetzt einmal noch... Müssen wir noch etwas höher bauen, weil es ein bisschen schräger ist. Da müssen wir hier... Das jetzt nochmal. Einmal die Treppe nach da. Einmal nach dort. Dann haben wir das so. Und dann machen wir nochmal eine Reihe. Können wir noch höher bauen. Das heißt jetzt hier eine Reihe... So eine komplette Reihe können wir nochmal hochziehen. Natürlich den Turm verlängert ihr dann natürlich auch. Einmal eine Reihe länger machen. Den Turm natürlich auch dann in der Höhe. Und dann machen wir dann die Treppe. Das schlagen wir wieder weg. Und machen einmal hier in dieser Richtung eine Treppe hin. So, dann ist das ein bisschen höher und ein bisschen schräger. Dann sieht das ja genauso wie auf dem Foto aus. So. Dann müssen wir noch Folgendes machen. Wir nehmen jetzt einmal hier unsere Sandsteinmauer. So, und da machen wir jetzt erstmal Fenster rein. Das heißt jetzt hier, genau hier, machen wir jetzt Fenster rein. In dieser Höhe, da ist das Fenster. Hier ist ein ganzer Stein. Und dann, genau, machen wir hier zwei Stück raus. Und dann müssen wir genau die Höhe übernehmen wie hier. Das ist die Höhe, die Endhöhe. Genau hier. Hier entlang, die zwei raus, alles wegschlagen, fertig. So, dann machen wir das überall da, wo die Zweier sind. Das heißt jetzt, das Maß übernehmen wir. Das heißt jetzt, hier ist die Höhe, so entlang, hier ist der Zweier. Die zwei raus, runter, bis, genau, bis hier. So, zack, und da, okay. Dann übernehmen wir das hier, genau hier, zack, die zwei raus, hoch, bis, genau, bis hier, so. Fertig. Jetzt nehmen wir einmal unsere Steinmauer, Sandsteinmauer, und machen jetzt hier vorher, müssen wir hier natürlich hier noch glatten Sandstein reinmachen. Wo ist der? Habe ich den weg? Glatter Sandstein. Hier hinter nochmal. So. Und hier hinter nochmal. So. Genau so. Das macht er jetzt hier auch nochmal. Einmal hier hinter. So. Und dann von der anderen Seite hier auch einmal hier hinter. Okay. Dann auf der anderen Seite das gleiche. Einmal dort. Sandstein. Und einmal wieder hier hinter. Da, wo der Zweier ist oder so. Zweier ist das, genau da. So, dann haben wir das aufgeteilt. Dann können wir das hier, was hier ist, einfach wegschlagen. Das ist, glaube ich, dieser Bereich oder der Flur. Weiß ich nicht, was das ist. Das schlagt ihr jetzt hier raus. So, damit es also passt einigermaßen. So, dann nehmen wir jetzt einmal unsere Mauer. Machen die jetzt hier hoch. Hier auch. Und dann seht ihr ja schon, das ist das Fenster. Natürlich hier, ne, so ein bisschen Dreier wäre zu breit gewesen, darum müssen wir es so machen. So, einmal hier entlang. So, auf der Seite auch. Okay, passt. So entlang. Das gleiche hier auch. Hier auch. Aber nochmal gucken, die Höhe. Okay, passt. Da haben wir hier einen vergessen. Zack. So. Da haben wir jetzt hier die Fenster fertig.
Und dann machen wir jetzt hier oben noch mal einmal, wie heißt das, einmal noch hier, glatte Sandsteintreppe. Und hier ist ja hier eine Treppe und die machen wir hier auch. Das heißt jetzt einmal in diese Richtung, zack, und einmal in die Richtung, zack, dass es so ein bisschen geschnörkel ist. Machen wir das gleiche nochmal, einmal in die Richtung, zack, zack, und hier nochmal, einmal in die Richtung, zack, einmal in die Richtung, zack, fertig. So. Okay, haben wir das gemacht? Nehmen wir jetzt einmal nochmal unseren Steinstufe. Das war jetzt hier, hier ist ein halber und hier ist ein ganzer und genau da, wo der ganze ist, wo hier unten die Treppen sind, genau da machen wir jetzt einen hin. Bis in die Ecke. Und dann geht es einmal so rum. So, so, so. Beim Zweier, dann hier, dort, da, fertig. Und dann hier oben auch nochmal. Das heißt jetzt hier, dort, Zweier, hier, hier, hier. Zweier, einer, einer, einer. Fertig. So, so muss das aussehen. Dann macht ihr das auf der anderen Seite das gleiche. Das gleiche System machen wir jetzt hier oben. Das heißt, jetzt hier ist ja unser anderes Fenster. Hier müssen wir natürlich wieder unseren. Wer ist das? Unseren. Wer ist das? Ich komme auf den Namen jetzt nicht. Unsere Fensterbank dahin machen. Genau so. Okay, so einmal lang. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier ein Balkon ist oder so. Ich lasse das jetzt einfach zu, weil ich nicht weiß. Ich sehe das ja nicht, ob das ein Balkon oder so ist. Weil das sind die Fenster, ob die das zugemauert haben. Egal. So, dann lasse ich das einfach so. Ich mache das hier nochmal einmal. Hier noch einmal einen Stein hin, dass das so ein bisschen bündig aussieht. Es sieht ja sowieso keiner, ob das ist. Ich weiß nicht, ob das ein Balkon ist. Auf jeden Fall muss das so aussehen. Und wir machen jetzt hier das gleiche nochmal. Ihr übernimmt das jetzt dieses Maß einmal hier entlang. So entlang. Einmal so rum. Alles, was ich jetzt hier mache, macht er auf der anderen Seite natürlich auch. So, und dann können wir das hier auch sofort verbessern. Das ist ja ein ganzer hier. Und hier ist ein halber. Das ist kein Problem. So, jetzt machen wir hier unten einen hin. Zack. Dass wir hier einen ganzen Stein haben. Und gehen einmal so rum. Fertig. Und dann machen wir hier auch wieder ein Fenster hin. So. Wird das rausgeschlagen. Da haben wir natürlich einer, der dann so ist, weil ich habe das hier, das Maß, wegen dem Maß mussten wir das jetzt so machen, dass jetzt hier eine halbe Stufe ist. Da macht jetzt einfach, ihr schlagt das jetzt einfach so weit raus, diesen Stein, bis zu diesen Fenstern. Hier ist die Treppe vom Fenster, hier ist das Ende vom Fenster, hier so entlang und genau hier werden die zwei rausgeschlagen, bis unten, zack. Und das gleiche Prinzip hier hinter wieder den Stein und wieder hier hinter den Stein, so. Dann können wir auch direkt einfach die Treppe einmal so entlang und dann einmal die Stufe von dort einmal nach oben ziehen. Stufe bzw. die Mauer einmal komplett hochziehen. So, dann haben wir das. Und hier machen wir dann nochmal so ein kleines Podest. Das heißt jetzt, hier machen wir einen ganzen hin. Dann sieht das so angefressen aus. Zack, zack, so. Perfekt. Wir können hier unten eigentlich einen ganzen passt hier nicht hin. Oder so machen wir das. Dann sieht das gleich aus. Ja, machen wir so. Wir machen jetzt hier noch einen Stein hin. Dann sieht das interessanter aus. So, einmal hier auch. Obwohl interessanter, das ist ja sowieso, ja. Das Fenster ist ja sowieso bis auf den Boden, aber ich mache das jetzt so. Dann passt das hier mit dem Maß. Okay, das gleiche Prinzip hier auch wieder. Die Höhe übernehmen, runterschlagen. Bis hier den. So, dann haben wir das soweit gebaut. So sieht das jetzt aus. Einmal hier die Fensterreihe an den Türmchen. Jetzt machen wir noch einmal hier am Balkon etwas. Wir nehmen einmal wieder unsere glatte Stufe. Quarzstufe. Und dann machen wir einmal hier einen hin, dort einen hin, dort einen hin. Hier hoch, runter. Machen wir so ein Muster rein. Zack, zack, zack. Hier auch nochmal. Na gut, hier sieht man das ja nicht so. Das ist ja uninteressant. Nur von vorne, sodass das so ein bisschen nach was aussieht. Hier könnte man, ja, weiß ich nicht, so. Und dann von der Richtung das gleiche nochmal. Oben, unten, fertig. Habe ich gemacht, oben, unten? Oben, unten, okay. Dann haben wir hier an der Seite so ein bisschen Muster. Und dann baut ihr das erstmal so weit aus. Auf der Seite natürlich auch. Und dann geht es sofort weiter nach oben.